Hallo und herzlich willkommen zu Might & Magic 7. Hallöchen. User left Hallo. Your channel. Und mit einer etwas anderen Konstellation, als jetzt geplant war. Nämlich Travitox macht das Ganze alleine, als normalen Run, nicht als Race. Aber Namefaker ist natürlich weiterhin mit dabei, unterstützt mit seinem Wissen über den Run. Und ja, ich sitze daneben und weiß im Moment noch nicht genau, was ich alles sagen werde. Zu allzu viel Gerede werde ich wahrscheinlich gar nicht kommen. Und ich bin hier, um für Spenden zu stören. Genau. Ja, dann kann es im Grunde losgehen. Ja, vorher noch einmal. Die Kategorie ist Glitchless. Und auf dem Leaderboard heißt es mittlerweile NMG, also No Major Glitches, weil es gab sehr viele Diskussionen, was als Glitch gezählt wird und was nicht. Deswegen gerade erst gestern wurden die Regeln geändert. Aber ich und Namefaker hatten uns geeinigt, dass wir die alten Regeln nehmen, was quasi ein bisschen länger dauern würde. Wir werden dann erwähnen, welche Glitches dann erlaubt sind. Das Problem wäre halt der komplette Run, also nicht der komplette, aber man würde neue Charaktere nehmen, man würde sehr viele Sachen skippen und ein paar Sachen anders machen. Deswegen, ja, wir bleiben bei der alten Route, also Glitchless. Genau, deswegen ist der Run auf dem Leaderboard auch deutlich schneller momentan. Aber ja. Okay. Also ich bin mal gespannt. Du wirst ja sicherlich auch ein bisschen darauf eingehen. Genau, wenn es dazu kommt, zu den Quests. Genau. Ja, ansonsten, ich bin bereit. Ich mache dann den Countdown. Achso, hier sieht man die Charaktererstellung, was ja auch, ich glaube, eine Besonderheit bei 7 ist, dass man direkt alle 4 Charaktere erstellt. Ich weiß nur, dass es im 8. Teil anders ist. Da fängt man ja mit einem Charakter an. Genau. Ja, in Teil 4 erstellt man auch alle Charaktere. Ah, Anfangs. Okay. Ey, Quatsch, in Teil 6 meine ich. Ja gut, in den davor auch, davon abgesehen. Aber in Teil 6 hast du nur Menschen, wo? Nee. Auch Goblin, Zwerge, Elfen und Menschen. Okay. Genau, was hier vielleicht die Besonderheit ist, wir nehmen 3 Zauberer, alle mit Luftmagie, denn die werden wir auf jeden Fall brauchen. Bald nicht mehr mit der neuen Regelung. Und wir nehmen einen Dieb. Man kann auch mit einem Namefaker, was hast du mal genommen? Mönch war das? Ein Paladin. Ja, genau, ein Paladin, der auf Kondition dann getrimmt ist. Meiner wird auch auf Kondition sein, aber das ist nur so eine kleine Änderung. Macht nichts Großes aus. Genau. Ansonsten, ja, Ausdauer sehr hoch, damit die überleben. Ansonsten gibt es, glaube ich, nichts Besonderes hier. Alles klar, dann ich mache Countdown. 3, 2, 1, go. Viel Erfolg. Ja, danke. Schönes Spiel übrigens. Möchte ich an der Stelle nochmal sagen. So, die erste Sequenz haben wir gleich übersprungen. Und wir sind jetzt am Anfang auf der Smaragdinsel. Eigentlich ist es hier unsere Aufgabe, so ein quasi Turnier zu gewinnen. Wir müssen ein paar Gegenstände finden, unter anderem einen Bogen, eine Feder, glaube ich, war es noch. Die müssen wir abgeben und damit gewinnen wir das Schloss Harmondale. Wir sind dann neuer Besitzer und dann fängt das eigentliche Spiel so richtig an. Ich glaube aber, im Speedrun werden wir davon nicht allzu viel mitbekommen. Im Speedrun hat man halt jetzt nur die Main-Quests. Die ganzen Side-Quests werden alle geskippt, außer den Magier-Quests, damit wir auf Master Air Magic kommen. Mhm. Genau, wir können ja mal kurz auf das Magiesystem allgemein eingehen. Also es gibt für, nicht nur für die Magie, sondern generell für alle Fertigkeiten, gibt es immer nicht nur die Zahlen, die dahinter stehen, also quasi unsere Fertigkeit darin, sondern auch einen Rang in dem Sinne. Wir können einen ganz normalen Rang haben, dann können wir Experte sein, Meister und Großmeister. Ja, genau. Teil 7 ist es auch Großmeister. Und bestimmte Zauber kann man zum Beispiel nur als Experte oder Meister oder Großmeister lernen. Wir haben immer bestimmte Voraussetzungen, um überhaupt Experte, Meister oder Großmeister zu werden. Und das heißt, immer bestimmte Anzahl an Skillpunkten da reinhauen und gewisse andere Aufgaben, Klassenquests und so müssen wir erledigt haben. Solche Sachen halt. Genau. Und wir werden eigentlich in dem Run nur die Luftmagie brauchen. Mhm. Die ganzen anderen Magien, die werden wir nicht benutzen. Luftmagie ist sowieso überpowered. Jo, davon mal abgesehen. Auf jeden Fall. Das ist tatsächlich auch in Teil 6 schon so gewesen. Ja, der wichtigste Spell ist halt die Unsichtbarkeit. Mhm, genau. Weil damit können wir halt überall durch, ohne Problem.
neu in Teil 7, so im Vergleich zu Teil 6, ist, dass nicht mehr jeder Charakter oder jede Charakterklasse Experte, Meister oder Großmeister werden kann. Also bei Teil 6 gab es halt Großmeister gar nicht und man konnte aber grundsätzlich in allen Fertigkeiten immer Experte und Meister haben. Hier hängt es halt von der Klasse ab. Genau. Hier Magier kann zum Beispiel in den Magieklassen überall Großmeister werden, aber mit einer Axt oder mit einem Schwert kann er halt nichts anfangen. Er kann sie zwar benutzen, aber auf normalen Rang. Mhm. Genau. Ja. Ja, und der Travi hat inzwischen schon alle Items gesammelt hier, die wir benötigen. Jetzt müssen sie nur noch abgeben. Richtig. Wie gesagt, das ist halt ein Wettbewerb. Es gibt, also einige Items kann man mehrfach finden. Man braucht jeweils natürlich nur eins. Also es gibt zwei verschiedene Bögen zum Beispiel. Eine Flöte muss man, glaube ich, noch finden. Instrument und Muschel, oder? Eine Laute war Muschel. Das. Oder Laute, ja, genau. Eine und Bodenfliese, einen roten Trank. Mhm. Und das Bewerberschild, das ist das Zeichen dafür, dass du die verschollenen Mitbewerber auf der Smaragdinsel gefunden hast. Das ist eigentlich ein Sidequest, den braucht man nicht machen, aber du kriegst halt 1000 Gold dafür. Und die nehmen wir natürlich mit. Genau. Wir sind da eben auch einmal kurz in der Drachenhöhle schon gewesen. Den Drachen kann man theoretisch besiegen, aber da müsste man Ewigkeiten leveln auf der Insel. Das ist nicht unbedingt sinnvoll. So, und damit sind wir jetzt eigentlich schon im Hauptspiel. Wir sind in Harmondale und Schloss, die Burg, die da im Moment hinter uns ist, das ist die Burg, die wir gerade bekommen haben. Ist in einem desaströsen Zustand und wir müssten die jetzt eigentlich aufbauen. Das ist so, eine Quest, die sich durchs ganze Spiel durchzieht. Und dadurch werden die Bereiche immer erweitert, man hat immer mehr Möglichkeiten in der Burg. Ist für einen Speedrun, aber eventuell, das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht so genau, ist aber für einen Speedrun, glaube ich, zumindest nicht so. Wir bauen das Schloss nur einmal aus. Einmal, okay. Genau. Das ist ein Muss, sonst geht die Story leider nicht weiter. Mhm. Und jetzt kommen wir auch gleich schon zum ersten großen RNG-Teil des Runs. Wir benötigen nämlich zwei Begleiter. Einmal den Windmeister und den Tormeister. Wollen wir mal gucken, wie viel Glück der Travi heute hat. Ja, mal schauen. Das ist immer eine Katastrophe. Also wir können neben den vier Charakteren, die unten stehen, können wir auch noch zwei Begleiter haben. Die kämpfen nicht aktiv mit, die geben uns aber immer irgendwelche Boni. Guten Tag. Genau. Und welche waren das in dem Fall? Der Windmeister, mit dem können wir einmal täglich Fliegen aktivieren, damit wir halt schneller unterwegs sind. Und der Tormeister kann das Stadtportal benutzen. Ah, okay. Und da ist halt das Problem, die ganzen NPCs, die hier draußen rumrennen, die haben alle einen Beruf. Und welcher Beruf das ist halt immer RNG. Das heißt, wir müssen immer die NPCs ein bisschen durchgucken, ob da Windmeister und Tormeister dabei ist. Wenn ja, rekrutieren wir den sofort. Wenn nicht, müssen wir halt neu laden und wieder gucken. Genau, und da haben wir echt Glück gehabt, dass wir durch das Laden die Berufe resetten sozusagen. Sonst hätten wir echt ein Problem. Genau. Das kann halt extrem nervig sein, wenn man einen ganz bestimmten NPC haben möchte. Nicht nur im Speedrun. Ja. Speer habe ich da gesehen, Expertenheiler, Alchemist. Ah ja, hier wird Alchemia noch mit I geschrieben. Also als statt dem ersten E. Ja, besonders lustig ist, dass wenn man da einmal am Reloaden ist die ganze Zeit und dann auf einmal den Windmeister sieht und doch nochmal auf Laden gedrückt hat. Ja, richtig, so. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Ein Reiter. Also ihr müsst einfach ganz oben links drauf achten, da steht immer der Name und dahinter dann in Klammern der Beruf. Fechtmeister. Genau. Reiter, Lehrling, Buchensucher, Kräuterkundiger, Händler. Händler ist für Casual-Spieler ganz, ganz interessant. Da haben wir unseren Tormeister. Ah, sehr schön. Aber da fehlt noch jemand. Genau. Und wir benötigen halt 4000 Gold dafür, weil ein Gefährte kostet 2000 und das ist halt auch so eine kleine RNG. Dafür hat der Travi vorhin auch ein bisschen extra Gold mitgenommen. Mhm. Ja. So schnell kann ich gar nicht lesen. Ja, wenn man genau weiß, wo man hingucken muss, dann geht das eigentlich. Heiler, ja. Pferdenleser. Ich habe einen kleinen Delay, also nicht wundern. Nochmal Pferdenleser, Schmied, Lehrling,
Tormeister, oh, toll. Jetzt finden wir bestimmt ganz viele Tormeister. Das ist immer so. Ich erinnere mich da an das Let's Play von Funk, also Funk Royal von Might and Magic 6. Der hat Barden gesucht. Er hat Ewigkeiten keine Barden gefunden. Als er dann endlich zwei Stück hatte, kam ein Barde nach dem anderen. Aber so jetzt hat er. Jetzt hat der Traviktox auf jeden Fall den Windmeister bekommen und den Tormeister. Jetzt wird er sich an die Golem-Teile machen. Er wird jetzt die, ich glaube, 5 oder 6 waren es. Ich weiß jetzt gar nicht, was man kommt. 2, 4, 6 müssen es gewesen sein. Mhm. 6 Golem-Teile. Das ist sogar 7. Ja, mit gutem und schlechten Kopf, genau. Genau. Aber wir nehmen den guten Kopf mit. Ist im Prinzip egal, aber der gute liegt auf dem Weg. Mhm. Und das ist halt die Promotion für den Magier. Richtig. Also Promotion, Klassenquest, ich hatte vorhin den Namen, den Begriff Klassenquest verwendet, ist in dem Fall dasselbe. Ja, genau. Jede Klasse hat immer noch zwei weitere Ränge. Also weiß ich, aus dem Magier wird dann der, ich weiß gar nicht mehr, der... Der heißt erstmal Zauberer und der wird zum Magier, glaube ich, so war das. Oder so, ja. Zauberer, dann wird er zum Kampfmagier und dann zum Magier oder Erzmagier. Ich glaube, Erzmagier oder Licht konnte man sich auswählen. Stimmt, hier. Am Ende. Genau, hier muss man. Man kann sich ja entscheiden, ob man gut oder böse wählt. Richtig. Das ist aber storybedingt an einer bestimmten Stelle. Genau. Und diese Golem-Teile, die sind im Grunde über die ganze Welt verstreut. Und die müssen wir dann in der Brakara-Wüste, hieß sie, glaube ich. Ja. Da müssen wir die abgeben und dann wird ein Golem draus. Und ich hatte ja vorhin schon erwähnt, es gibt einen Teil mehr, als wir brauchen. Es gibt nämlich auch einen defekten Golem-Kopf. Wenn wir den benutzen, dann haut das nicht so ganz hin. Ja, der Golem wird dann auf jeden Fall ins Schloss Harmondale transportiert. Wenn wir den guten Kopf benutzen, beschützt er das Schloss, benutzen wir den schlechten, greift er uns an. Genau, und das ist aber für den Speedrun egal. Na, das wäre egal im Prinzip, aber wir benutzen halt den guten, weil der auf dem Weg liegt. Genau. Es geht uns halt im Grunde nur darum, dass wir die Quest abschließen. Genau. Hauptsache, wir sind befördert worden. Richtig. Der Traviktox sammelt im Moment auch Genie-Lampen mit ein. Die haben auch viele lustige Funktionen in dem Spiel. Wenn man sie benutzt an falschen Tagen zum Beispiel, könnte man sterben oder ein Zombie werden oder also viele verschiedene Sachen auf jeden Fall. Und im Speedrun haben wir das so reingeroutet, dass die uns exakt an einem Tag 4000 Gold geben. Genau. Und das brauchen wir dann. Kommt halt immer darauf an, an welchem Tag des Monats wir die einsetzen und davon hängt die Belohnung ab. Müsste hier Ende August sein. Genau. Letzte Woche im August ist es. Ja. Und dass wir uns so komisch in Anführungsstrichen bewegen gerade, das liegt daran, dass wir fliegen. Dafür haben wir ja den Windmeister mitgenommen. Genau. Wir mit dem einmal am Tag den Zauberspruch fliegen haben, sieht man auch oben links im Bildschirm. An dem Symbol, die geflügelten Stiefel da. So, und da sind wir in Harmondale wieder. Wir haben jetzt alle Golem. Ach nee. Ja, kurz. Noch einen kurzen Zwischenstopp in Iratia. Ach so, ja, okay. Gleich, aber geht's zu Harmondale. Bavi stärkt sich jetzt erstmal am Brunnen, kriegen wir nämlich 50 Stärke für jeden Charakter. Und dann haben wir noch zwei Schreine dort. Einer ist Heldtum und einer Gunst der Götter, die geben richtig Power, also dass du in Harmondale einfach nur durchlaufen kannst im Schloss. Richtig. Die plus 50 Stärke sind aber nur temporär. Genau. Ja, die Schreine genauso. Genau. Wäre schön, wenn es permanent wäre. Ja, das würde auf jeden Fall erleichtern. Genau. Das Problem habe ich ja beim Routing von Might & Magic 2 immer gehabt. Ja gut, werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, dauert zu lange, aber da hätte ich auch gerne permanente Brunnen. Fliegen, die Frage kam, wie lange hält Fliegen? Ich glaube von dem NPC 1,5 Stunden, 2 Stunden? Ich bin mir da nicht sicher. Also in-game. In-game-Zeit, ja, ungefähr. War lange genug für unsere Zwecke hier. Ja, auf jeden Fall. Wir werden wegen dem Stadtportal auch öfter mal einfach mal einen Tag schlafen, damit wir das mehrmals benutzen können. Genau. Also das wird auch mehrmals zu sehen sein. So, und hier sind wir jetzt wieder im Schloss Harmondale. Das Ganze wurde erweitert. Genau. Und in den neuen Gängen sind aber überall noch Gegner, die wir jetzt alle schnell erledigen wollen. Ja. Das ist unser... Was hat er für eine Klasse da, der zweite?
Ach, Zauberer. Zauberer. Und der wurde da gerade aus dem Latschen gehauen. Ja, ich sehe gerade, mein AP ist echt knapp. Ja, das Schloss ist auch ziemlich RNG-abhängig, weil es können, die Gegnergruppen können immer von 3 bis zu 6 oder 7 Monster spawnen und das ist halt manchmal echt schlecht. Ja, ich muss wahrscheinlich gleich irgendwie backuppen, zurück nach Eratia. Ja, Kiel. Eine Hälfte ja. Machen vielleicht, das passt dann. Ja. Spielst, ich sehe es gerade. Du spielst nicht im Rundenmodus, ne? Nee. Okay. Im Rundenmodus würde das zu lange dauern und man kriegt auch viel mehr Schaden. Richtig. Wie sieht man die Uhrzeit? Man kann auf das Symbol raufklicken oder die Maus rüberhalten. Dann sieht man, wie lange das noch hält. Rechtsklick auf die Symbole müsste das sein. Oder so, ja, genau. So, ja, Overlay kann ich aber ganz kurz ein bisschen eingehen. Wir haben da einmal natürlich Gold auf der auf der rechten Seite über den Büchern, ist eigentlich selbsterklärend. Und daneben, das ist ganz interessant, der Apfel, das ist unsere Nahrung. Immer wenn wir irgendwo im Freien übernachten, verbrauchen wir Nahrung. Und wenn wir null Nahrung haben, können wir, glaube ich, noch übernachten, aber wir regenerieren nicht mehr. Genau. Das war das, glaube ich. Auf alle Fälle sollte man immer ein bisschen Nahrung dabei haben. Ja, ansonsten unten natürlich unsere Charaktere, oben ganz oben rechts die Karte, darunter die NPCs, die wir haben und die Bücher, das sind so verschiedene Optionen. Also, Nahrung wird auch zum Reisen benutzt, wenn man über die Karte geht, also zu Fuß, wird es auch nochmal abgezogen. Stimmt, daher auch. Die Reise von einer Karte zur nächsten, das dauert immer mehrere Tage. Steht da immer dabei, wie lange genau? Ja, und pro Tag verbraucht man eine Nahrung. Mhm. Ist aber für den Run eigentlich nicht wirklich wichtig. Wir füllen das öfter mal auf, wir haben aber ein Problem damit. Okay. Ja, das sieht wieder sehr knapp aus. Ja, irgendwie weiß ich nicht, wieso das heute so schwach ist. Eigentlich. Aber Estimate ist lang genug auf jeden Fall. Ja, das ist, okay, habe ich mir auch gerade gedacht. Oh. Ich gehe noch mal kurz in den Shop und gucke mir ein paar Heiltränke. Also ich wollte sowieso nur eine Seite des Castles dann wieder zurückgehen. Und dann erstmal hier wieder aufheilen und die ganzen Schreine nehmen. Mhm. Ja, nur einer. Naja, die Zutaten, die wir da unten hatten, also diese Pflanzen, mit denen können wir Tränke herstellen. Es gibt auch den Skill Alchemie, je höher der ist, desto bessere Tränke können wir herstellen. Da gibt es dann auf der höchsten Alchemiestufe, also Großmeister Alchemie, der kann dann sogenannte schwarze Tränke herstellen, die uns permanent Statusboni geben. Allerdings jeweils nur einmal pro Charakter. Genau. Vielleicht als kleine Info nebenbei. Ganz am Anfang, wo ich das angefangen habe zu runnen, da haben wir das sogar noch benutzt im Speedrun. Da waren aber noch andere Zeiten, also jetzt ist das schon gar nicht mehr vonnöten. Okay. Ja gut, stelle ich mir auch sehr zeitintensiv vor. Ja, also wir haben das nicht selbst hergestellt, sondern im Magie-Shop in Celeste, da kann man das shoppen. Ach so, ja gut. Aber das ist halt auch RNG, da musst du auch wieder reloaden die ganze Zeit, bis halt die schwarzen Tränke da sind. So hoch sind die Boni im Endeffekt nicht, wenn man das mal so mit Artefakten nachher vergleicht. Artefakte, die man dann finden und tragen kann. Ja. Also die Anfangswerte, die sind ja immer so, ja, bei, sag mal, ein hoher Wert ist das schon 20 bis 25 gewesen. Und das ist eigentlich lächerlich im Vergleich zu dem, was wir später haben. Ja. Aber das ist ganz lustig vielleicht. Wir sind eigentlich den ganzen Run nackt. Also wir haben nichts an. Oh, na gut. Okay. Nur an einer kleinen Stelle benutzen wir eine schöne Pistole. Ansonsten brauchen wir keine Items. Okay. Leveln wir dann auch zwischendurch? Das passiert automatisch. Also nicht gezielt leveln. Ah, okay. Durch die Hauptquests, die wir abgeben, erreichen wir ein passendes Level, das auf jeden Fall ausreichend ist. Nee, weil Level muss man doch hier auch in den Trainingsarenen. Genau. Jetzt. Also wir leveln nicht automatisch, wenn wir, weiß ich, die Erfahrungspunkte für Level 2 zum Beispiel erreicht haben, sondern dann müssen wir erst trainieren gehen mit dem Charakter und müssen ein bisschen Geld ausgeben, da vergeht auch ein bisschen Zeit bei. Genau. Dann haben wir das entsprechende Level.
Und beim Level-Up kriegen wir auch keine Statusverbesserung, sondern, also jetzt mal abgesehen von HP und MP oder Mana, sondern das kommt dann wirklich nur über, ja, über Gegenstände, über Brunnen, die permanent irgendwas geben oder halt die schwarzen Tränke. Das Leveln wird im Run auch an gewissen Stellen benutzt, damit auch Zeit vergeht. Also das werden wir auch noch sehen. Das ist mit reingeroutet. Okay, das habe ich mir irgendwie schon gedacht. So, also dieser Besuch, den ich gerade in der Ratia gemacht habe, könnte man eigentlich skippen. Dadurch, dass der Kampf irgendwie so schlecht läuft. Eigentlich schafft man das alles in einem Durchgang. Aber dadurch, dass ich dann halt die Zeit vergehen lassen habe, ist Tag der Götter auch ausgelaufen und Heldentum. Deswegen muss ich nochmal die ganzen Schreine einsammeln. Okay. Damit ich die andere Seite... Ja, das kostet natürlich ein bisschen Zeit, aber ja gut. Ja. Ist halt so. Manchmal klappt es halt nicht ganz so, wie man es möchte. Man muss echt sagen, das Spiel hat sehr, sehr, sehr viel RNG. Oh, ich sehe gerade, Release steht man zum Overlay 1990. Danke, Möbius, für den Hinweis. Ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber 1990 ist natürlich Blödsinn. 99 kam es raus. Ich weiß nicht, ob Blues das jetzt... Nee, Quatsch, Blues ist ja gar nicht Regie. Ob Maggot das jetzt gerade gehört hat. Und sonst nicht. Ja, ich schreibe ihn mal schnell an. Er hat's gelesen. Ah, okay, gut. Ja, gleich haben wir das Schloss geklärt. Und dann werden wir in die Zwergenstadt gehen. Aber vorher, ich glaube, du shoppst jetzt noch Sparks? Genau. Genau. Jetzt kommt auch eine kleine RNG-Stelle. Wir werden jetzt versuchen, am besten dreimal Spark zu bekommen. Das ist Funkenflug. Mhm. Der auf Deutsch heißt das. Das werden wir später brauchen. Ja, da hat er direkt Glück gehabt. Dreimal. Perfekt. Oh, Sprung schön. War auch noch dabei. Sprung ist ein kleiner Timesave in der Wall of Mist. Nebelwende auf Deutsch, glaube ich. Genau. Deswegen, den shoppen wir auch, wenn wir ihn haben. Und jetzt geht's ins Tal der Hügelgräber. Richtig. Dort haben wir eine Super-Chest, nennt sie sich. Die teleportiert uns mitten in Gox, aber die ist randvoll gefüllt mit Items und Gold. Und das nehmen wir natürlich alles mit, weil wir brauchen sehr viel Gold später. Mhm. Ich weiß sogar ganz genau, welche Truhe gemeint ist. Ja. Und zieht 1999. Das ist leider falsch im Layout. Und Maggot hatte schon geschrieben, das wäre jetzt ein bisschen aufwendiger, das zu ändern. Das ist nicht einfach nur irgendwo eine Zahl umschreiben. Deswegen lassen wir es jetzt einfach so. Aber es ist nicht von 1990. Dafür würde es wirklich fantastisch aussehen. Das stimmt. Und so wie Strobel schon geschrieben hat, Funkenflug der Budget-Schrapnell. Ja, also Funkenflug ist total überpowered. Mhm. Kann ich auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen. Weil der hier in Teil 7 sogar noch abgeschwächt wurde im Vergleich zu Teil 6. Ja, das weiß ich gar nicht. Das kann sein. Teil 6 ist das der Spruch gewesen, bis man Schrapnell nachher bekommen hat. So der Spruch überhaupt gewesen in Sachen Angriff. Auch wieder der Grund, warum Windmagie so overpowered ist. Ja, auf jeden Fall. Wir nehmen hier das Kondition-Experte und Falschen-Experte mit, weil Falschen, dadurch werden wir viel Geld machen noch. Also die 2000 sind gut investiert. Und Kondition brauchen wir einfach zum Schluss, dass er überlebt. Genau. Weil im letzten Part des Games kommt eine heikle Stelle. Mhm. Wow, ganz schön leere Chest. Nur ein Handschuh. Das ist auch sehr RNG-heavy, was in den Chests drin ist, wie viel Geld, was da drin ist. Richtig. Die werden immer dann generiert, wenn man in das Gebiet reingeht. Also es würde nichts bringen, sich vor eine Truhe zu stellen, zu speichern und dann so lange neu zu laden, bis was Gutes hat. Immer wenn man das Gebiet das erste Mal betritt. Und nach bestimmten Zeiten, das ändert sich immer von Gebiet zu Gebiet, werden die Sachen regeneriert. Also da kommen natürlich auch die Gegner dann zurück, aber auch die Truhen werden neu gefüllt. Genau. Und die Superchest werden wir gleich nochmal sehen. Okay. Weil so viel Zeit vergangen ist dann, oder? Genau. Die Zeit ist dann genau passend vergangen, dass sie wieder voll ist. Ich glaube, das ist auch, weil wir ein Jahr im Gefängnis sitzen, oder? Ja, das hat damit auch zu tun, genau. Weil wir am Anfang die Laute ja von dem... Stimmt. Wir haben sie ja umgebracht dafür. Normal müsste man sie abkaufen. Die Hufeisen haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Ab und zu sammeln wir hier Hufeisen ein. Und diese Hufeisen, die geben uns immer, also für den, der sie benutzt,
geben die immer 2 Fertigkeitspunkte. Genau. Im Spiel, im Run brauchen wir die nicht, nur 3 Stück. Ne, 5 Stück waren es. 5 Stück waren es schon. Ne, ich habe 3 benutzt. Also ah, 3 benutzt? Ja, ich hatte immer 5 benutzt. Travi macht das ein bisschen anders. Mhm. Und ja, das ist halt einfach für die Kondition, dass wir die auf Experte kriegen. Jetzt gehen wir die 7 Zwerge retten. Ich denke mal, das sollte so ein kleines Easter Egg an die 7 Zwerge und Schneewittchen sein. Ja. Also gehe ich auch mal von aus. Es wird natürlich nie so, so direkt gesagt, aber ja. Ich vermute es einfach mal. Jetzt werde ich übrigens dafür gemobbt, dass angeblich die ganze Zeit 1999 im Layout stand. Ja. Übrigens eigentlich ein ziemlich schwieriger Dungeon hier. Weil hier überall auch Medusen noch rumrennen. Oder war das in den unteren Ebenen? Ich weiß das war nur in den unteren Ebenen, da kommen wir nicht hin. Das war für die, ich glaube, Ranger oder Schütze Promotion-Beförderung. Ich bin mir jetzt nicht sicher, für welche genau. Okay, aber die ist uns ja ziemlich egal. Ja, genau, die brauchen wir nicht. Also die Promotions, die geben immer allen Charakteren Erfahrungspunkte, aber nur die entsprechende Klasse hat dann natürlich auch den Klassenaufstieg. Genau. Also und, Ja, und diese Schleims, die hier, die wir hier zu sehen kriegen, die sind gegen physische Angriffe immun. Das heißt, wir könnten sie nur mit Magie töten. Die können ziemlich ekelhaft sein, gerade zu Beginn. Ja, die können diesen Giftwolke-Zauberspruch, der haut schon richtig rein. Eine ganz wichtige Frage, werden wir im Speedrun die Hügelgräber sehen? Nein. Ein Traum. Es gibt eine Kategorie, die heißt All Awards, da machen wir alles. Da sind im Moment nur 2 Runner, ich und noch jemand, aber sonst. Hier in dem Run nicht. Okay, Gott sei Dank. Hügelgräber sind so ziemlich das ekelhafteste Gebiet im ganzen Spiel. Also fand ich zumindest mal. Ja, also Casual auf jeden Fall. Mhm. Ja gut, als Speedrunner sieht man es wahrscheinlich ein bisschen anders. Genau, da gehst du einfach durch, fertig. Richtig. So, und was ich vorhin noch sagen wollte, also wenn wir zum Beispiel die Paladin-Promotion-Quest machen, aber gar kein Paladin in der Gruppe haben, kriegen wir halt trotzdem alle Erfahrungspunkte. Und nicht wenig bei den Promotion-Quests. Ja, das stimmt. Das lohnt sich immer. Also Casual natürlich. So, jetzt werden wir nochmal ins Tal der Hügelgräber gehen, nochmal die Super-Chest plündern und den Quest abgeben, damit wir, also die 7 Zwerge abgeben. Mhm. Die bauen nämlich dann das Schloss zum Dank auf, weil wir sie gerettet haben. Auf der Smaragdinsel am Anfang haben wir uns ja auch nicht auf den Deal eingelassen mit dem einen Typen, ne? Dem haben wir haben den Zauberstab mitgenommen. Ach so. Aber verkauft für Geld. Okay. Ich habe das vorhin auf die Schnelle nicht sehen können, ob wir ihnen den einfach irgendwie geklaut haben oder. Ne, wir haben den mitgenommen. Aber wir werden das nicht sehen, dass die Goblins Harmondale angreifen. Genau. Nicht vorkommen. Theoretisch können wir ihn auch einfach töten, den Zauberstab nehmen, aber einfach von ihm fragen und das nehmen ist ja schneller als töten. Genau. Manchmal trifft man nicht und so. Ja, wie gesagt, werden wir jetzt den Quest abgeben und dann kommt schon eine Stelle, die haben wir früher mit unsichtbar gemacht, aber wir machen das jetzt ohne, wir laufen so durch. Mhm. Das ist natürlich auch RNG-abhängig, wie die Gegner stellen, die können dich sehr schnell blockieren und das ist dann halt böse. Okay. Deswegen bereite ich mich hier schon mal vor, Spark zu benutzen, also Funkenflug, falls mir jemand im Weg kommt. Einzelne kann man damit gut wegsnipen, sag ich mal. Ja. Apropos im Weg stehen, da gibt es eine Funktion im Spiel, die ich immer richtig geil fand. Das aus dem Weg brüllen, nicht die Gegner, aber die NPCs. Ja, hier besonders hier in der Steinstadt haben wir einen Zwergensöldner, der steht sehr gerne. Tja. Ich glaube, ich weiß sogar, welchen du meinst. Ich glaube, der hatte mich auch öfter mal so ein bisschen aufgehalten. So, jetzt sieht man hier, wie ich durchlaufe. Genau. Und wir gehen in. Also dieser Tunnel, der führt hier nach Nigon. Das ist eher ein Endgebiet von dem Spiel. Aber wir sind gerade hier und das ist der einzigste Weg, wo wir nach Nigon kommen können. Deswegen laufen wir da jetzt durch, damit wir später das Stadtportal dahin aktivieren können. Richtig. Wirklich weiter spielen in Nigon tun wir erst sehr viel später.
weil man muss immer ein Gebiet betreten haben. Deswegen haben wir ganz am Anfang auch Harmondale reingegangen und in die ganzen Städte gereist, damit wir da das Town Portal aktivieren können. Das kann man das nämlich nicht. Genau. Da war eben sogar ein Teufel schon zu sehen, glaube ich. Nee, das sind Gox. Achso, ah ja, stimmt, das sind Gox. Teufel kommen ein bisschen später. Zum Glück. Ja, das könnte ein bisschen ekelhaft sein. Ja, wir müssen sogar den Anführer von denen töten, das werden wir auch noch sehen. Mhm. Mir fehlt die Doom-Musik. Nee, die würde, wäre hier ein bisschen umpassen. Dieser Dungeon ist generell übrigens auch nicht allzu angenehm. Dieser Teil, dieser Part des Dungeons geht noch, jetzt wo Travi jetzt wirklich reinkommt, da fängt es an, richtig böse zu werden. Ja, gucken, ob ich das überlebe. Das sind nämlich Minotauren und diese komischen fliegenden Augen, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich hab's immer Betrachter genannt, so. Ja, das sind Dungeons and Dragons halt. Könnte sogar gut sein, dass die hier auch so heißen. Moment, ich habe mir doch extra das Lösungsbuch rausgesucht, ich kann noch nachgucken, wie sie heißen, wenn ich sie jetzt finde. So, und jetzt wird Travi einzeln trainieren, damit die Zeit richtig vorbeigeht. Ich meine, nach dem dritten Mal wirst du die Lampen benutzen, ja? Ja, das Problem ist, dadurch, dass ich am Anfang ein bisschen was anders gemacht habe, muss ich jetzt aufpassen. Ja, genau. Normalerweise genau dreimal, aber ich glaube, ich darf jetzt die dritten. Am besten einmal safen vorher. Ja. Ich muss jetzt rechts oben gucken, es ist okay, 13. August. 21. Dann nochmal schlafen. Und dann geben die mir 4000 Gold. Mhm. Normalerweise passt es perfekt mit die ersten drei trainieren. Genau. Aber durch den Struggle in Harmondale Castle war ein bisschen Zeit durcheinander, ne? Genau. Und trainieren dauert auch ziemlich lang. Ich glaube, eine Woche immer. Ja. Genau. Und hier werden wir, das Einzeltrainieren ist hier sehr wichtig, damit dieser Botschafter erscheint. Weil genau in der Zeit ist der Richter, Gray heißt er glaube ich, gestorben. Und da muss genau ein Monat vergehen, meine ich, damit dieser Bote erscheint. Und deswegen trainieren wir an dieser Stelle. Weil sonst müsste man durch Reisen oder durch irgendwelche anderen Sachen das die Zeit vergehen lassen. Jetzt wird er sich für den Weg des Lichts entscheiden. Aus dem einfachen Grund, er ist einfach schneller. Also als der Weg der Dunkelheit. Genau. Insgesamt haben wir einen Quest weniger auf dem Weg des Lichts. Und die sind allgemein auch schneller. Richtig. Übrigens schwebendes Auge, Betrachter oder Auge des Bösen, je nach Stufe. Ja, genau. Also Betrachter ist tatsächlich mit dabei. Das wollte ich noch mal kurz erwähnt haben. Ja, solche Monster-Eisen immer ähnlich in allen Spielen. Richtig. So, hier einfach wieder rüberfliegen. Genau. Das ist übrigens mal das Tolle an Might and Magic, also an gerade ab Teil 6 war das so extrem. Man hat riesengroße Gegnergruppen teilweise, die man aber dann zum Beispiel mit einem Feuerball einfach alle weghauen kann. Das ist mal sehr befriedigend. Ja, das ist immer schön, fliegen und dann irgendwelche Zauber benutzen. Genau. So, jetzt haben wir den neuen Richter abgegeben. Der führt sozusagen jetzt die Elfen und die Menschen zusammen. Story wise. Der andere würde sie weiterhin bekriegen lassen. Der Böse. Genau. So, und jetzt gehen wir die Advisor Quests, heißen die ja. Advisor Quests, ja. Gehen wir jetzt an. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen genau. Wüsste ich jetzt so auf dem Kopf auch nicht. Und das sind vier Aufträge. Davon machen wir vier Aufträge und eine Reifeprüfung. Die Aufträge machen wir zwischendurch. Jetzt fangen wir mit dem ersten Auftrag an. Wir nehmen jetzt den Tempel des Lichts, wie heißt dieses Teil nochmal? So ein. Das lila Teil? Ja. Genau. Der Fachname, der Fachausdruck ist lila Teil. Genau, das lila Teil, die Hälfte von dem lila Teil nehmen wir da raus. Und die andere Hälfte liegt im Tempel der Dunkelheit. Genau. Gucken wir gleich, wie immer die deutsche Version. Ja. Dazu können wir auch noch gleich sagen, wieso wir die deutsche Version runnen. Ja. Die ist tatsächlich am schnellsten und am leichtesten. Okay. Also am leichtesten, dementsprechend am schnellsten. Übrigens, Strobel hatte jetzt gerade im Chat geschrieben, die Teleporter in der Brakara-Wüste sind beschriftet. Wusste ich auch noch nicht. Ein großes Hin und Her mit den Teleportern immer gewesen.
sind beschriftet, das wusste ich aber auch nicht. Okay, was steht da drauf? Wohin die hin teleportieren? Oder wie, einfach was Namen? Gehe ich mal von aus. Also, oder haben die ich weiß, Namen? Ich weiß, dass ein Teleporter random ist. Der teleportiert sich an ganz viele verschiedene lustige Orte. Auch mal gern mitten im Greifen rein. Hier haben wir ein kleines Rätsel. Ich weiß gar nicht, ob es andere Lösungswege gibt, aber wir müssen halt einmal erste Teil, zweite und dritte Teil in die Form reinschieben. Ich glaube, wenn man alle Teile überall reinschiebt, geht's auch, aber ist ja nicht nötig. Ja. Würde viel zu lange dauern. Im Endeffekt. Genau. Übrigens, diese Blitze, die da beim Öffnen einer Schatztruhe immer mal auftauchen, das sind Fallen. Also, gibt natürlich auch andere Effekte, aber in dem Fall war es jetzt ein Blitz. Und ja, da hat es einen unserer Charaktere zerrissen. Ja, ist natürlich auch RNG. Genau. Also tatsächlich sollte man vor jeder Schatztruhe speichern und dann einfach mal gucken, ob man sie geöffnet kriegt, ohne dass jemand stirbt. Genau. Und wenn nicht, dann einfach nochmal probieren. So machen wir das größtenteils auch, besonders am Anfang. Ja, genau. Ich war ein bisschen zu risky unterwegs, aber ja, eigentlich sollte man es machen. Jetzt machen wir die Luftmagie auf Expert. Gehen einmal die restlichen Zauberschocken. Ich weiß gar nicht, was dir noch fehlt jetzt. Ja, hier Unsichtbarkeit und Implosion habe ich. Ja. Bloß nicht, dass ich es aus Versehen verkaufe. Genau, unser ganzes Zeug verkaufen tun wir jetzt, weil wir brauchen das Geld für die Zauber und das Master Air Magic. Genau. Vorher identifizieren lohnt sich, glaube ich, nicht, ne? Nein, das ändert nichts. Wie geht es euch? Nice first try. Also die grünen Gegenstände, die da eben zu sehen waren, die sind halt nicht identifiziert gewesen, können wir aber beim Händler einfach machen. Oder wenn wir, wenn der Wert auf Erkennen war, es glaube ich hoch genug ist. Genau. Was wir auch brauchen, ist ein Eiletrank. Ich weiß nicht, hast du schon geshoppt, ja? Nee, ich habe gerade mir einfach zwei geshoppt. Ja, gut. Jetzt, wir brauchen auf jeden Fall einen für Xenophex, den Teufelanführer später. Ohne kann man den nicht sehr schwer töten. Da habe ich jetzt Unsichtbarkeit gesehen und zweimal Implosion. War das genau richtig? Genau. Wir brauchen insgesamt dreimal Implosion und einmal Unsichtbarkeit. Okay. Einmal Implosion und Unsichtbarkeit habe ich schon in Celeste gekauft. Deswegen jetzt nur noch. Ja. Die Pilze sind auch sehr wichtig. Die nehmen wir mit, damit wir beim Tolberti genug Magic haben, um ihn zu killen. Richtig. Also sind auch ganz normale Zutaten. Und genau. Wir brauchen übrigens auch immer eine leere Flasche, wenn wir was brauen wollen. Genau. Die hat Travi, denke ich, schon geshoppt. Ja. Und ja, einfach den Pilz dann mit der Flasche kombinieren, schon haben wir einen Trank. Genau. Und, hi, Margus. Übersetzungsfehler in einem Videospiel? Niemals. Genau. Perfekt, das Geld hat gereicht. Sehr schön. Ich wollte gerade fragen, ob es gerade eine Minute gibt, wo ich was sagen dürfte. Ist das gerade unpassend? Nee, geht schon. Okay, wir haben zwar keine weitere Spende bis jetzt reinbekommen, aber ich wollte trotzdem kurz daran erinnern, dass ihr spenden könnt. Wenn ihr eine Spende da lasst, in dem Text dafür da lassen könnt, für welches Incentive ihr das gerne einsetzen wollt, die Spende. Und alle Spenden gehen an das an den Bundesverband Kinderhospiz, die sich dafür einsetzen, Hospizen zu helfen, die speziell Personen, gerade Kinder, mit Krankheiten und auch deren Angehörigen unterstützen. Ja, genau. Also alles für einen guten Zweck. Alles für einen guten Zweck. Ja, und jetzt lass mich mal weiter quatschen. Okay, na, alles klar. So, wo waren wir jetzt? Wir sind jetzt in den Nebelwänden und machen die Reifeprüfung, dass wir uns beweisen, dass wir den Weg des Lichts würdig sind. Dumm. Hier ist auch die einzige Stelle, wo man Sprung benutzt. Ja. Um ein paar Sekunden Zeit zu sparen. Man sieht ja hier gleich, ich bin an beiden Seiten vorbeigegangen. Gleich muss ich wieder in die Mitte. Was mache ich mit dem Sprung? Unsichtbarkeit. Wie lange hält Unsichtbarkeit? Das kommt auf den Skill im Moment an. Aber es hält beim Speedrun lang genug. Ich meine, pro Skillpunkt in Luftmagie müsste das, ich glaube, 10 Minuten dazu geben. Ist das nicht irgendwie eine Stunde plus 10 Minuten? Sowas auch im Kopf? Ja, genau, eine Stunde standardmäßig plus 10 Minuten, ja. Vielleicht war es auch im achten Teil so, aber. Ja, das müsste schon passen. Ja.
Teilweise ist es auch so, wenn man, weiß ich, bei einem Expertenzauber, wo dann steht, weiß ich, pro Punkt dann 10 Minuten länger, wenn man dann den, ja, die Zauberart oder die Magieart auf Meister hat, dann sind es halt statt 10 Minuten plötzlich 20 Minuten länger pro Punkt. Also es lohnt sich trotzdem, da noch Punkte reinzustecken, wenn man. Genau. Kommt halt immer darauf an, wie viele Punkte man zur Verfügung hat. Auf Großmeister kriegt man eine Stunde pro Skillpunkt. Oh ja, das ist schon eine ganze Menge. Also es reicht definitiv für alles, ja, was wir haben möchten. Ich habe gerade am Anfang geguckt, eine Stunde 23 geht nochmal Invis. Ah, okay. Ja, das reicht definitiv. Ja, vor allem wir porten hier mehrmals raus und schlafen, weil das einfach schneller ist und das Invis wird eh wieder immer neu gecastet. Mhm. Also während wir unsichtbar sind, müssen wir immer so ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in die Gegner reinlaufen. Genau. Denn dann werden wir sofort wieder sichtbar. Und das kann hier ziemlich böse enden. Ja. Aber da kommt noch eine sehr lustige Stelle später, wo richtig große, fette Viecher herumlaufen, an denen wir uns vorbei. Nee, nicht die Titanfestung. Oh, die werden wir nicht sehen. Schade eigentlich. Ja gut, aber wenn ich drüber nachdenke, da ist ja auch nichts, was wir brauchen könnten. Ja. Da ist, glaube ich, nur ein Quest drin. Ich weiß, du wüsst jetzt gar nicht, welcher. Ein Sidequest auf jeden Fall. Genau, irgendeinen Gegenstand müssen wir rausholen. Ich weiß nicht mehr, welcher das gewesen ist, aber wir müssen da was rausholen. Geht mit Unsichtbarkeit ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Aber kann man aber gut farmen in der Titanfestung. Also Erfahrungspunkte und Gegenstände. Genau. So, das ist der dritte Schlüssel, den er gerade eingesammelt hat. Jetzt können. Der Auftrag ist ganz einfach, wir sollen den Dungeon aus der Hintertür verlassen. Das ist der Auftrag. Und dafür brauchen wir die drei Schlüssel. Die wird er jetzt benutzen an dem Podesten, um dann den Hinterausgang zu erreichen. Und dann noch direkt den Auftrag beim König abgeben. Oder Herrscher, ich weiß nicht, wie man ihn nennen soll. Der Chef. Sagen wir einfach der Chef. Der Chef. Klingt so schön banal. Und dann werden wir die weiteren Advisor-Quests machen. Einen Teil davon haben wir ja schon, den... vorhin wurde es Grishemi, die Teile heißen. Ich hab's aber irgendwie verdrängt wieder. Altarstück, ja, genau. Einen Teil haben wir schon davon, den anderen holen wir dann als nächstes. Dann benötigen wir noch die Seelengefäße. Die gibt es an zwei Stellen im Spiel. Einmal in der Grube beim Schloss und einmal im Nigon-Tunnel. Früher haben wir sie immer im Schloss geholt, aber im Nigon-Tunnel war es dann doch schneller. Deswegen sind wir umgestiegen. Die deutsche Version ist auch die Version, die standardmäßig gerannt wird, oder? Ja. Wir sind noch nicht drauf eingegangen, warum. Das sehen wir gleich im Weinkeller. Das ist nämlich der letzte Advisor-Quest. Okay. Ich kann es kurz erklären, also in der englischen Version sind viel, viel, viel mehr Gegner drin. In der deutschen sehr viel weniger. Das ist einfach der Hauptgrund. Okay. Also von den Texten her macht es eigentlich keinen wirklichen Unterschied, ne? Nee. Nein. Eigentlich gar keinen. Nein, gar keinen. Also das, was ich auch so mitbekommen habe, ist, dass der letzte Dungeon auch in der englischen und in der anderen Version deutlich schwieriger ist. Wir haben das nicht so viel getestet. Aber diese Roboter, die da drin sind, die machen unheimlich viel Schaden in der englischen Version. Da ist es sehr, sehr schwer dran vorbeizukommen. In der deutschen kannst du einfach zack durchrennen. Also ist auf jeden Fall viel angenehmer. Genau. Warum das so ist? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Die haben uns Deutsche für zu schwach gehalten, um knackige RPGs da mal zu spielen. Also ich weiß es nicht. Das kann gut sein. Viele Spiele sind in den japanischen oder amerikanischen Versionen schwieriger als in der europäischen, habe ich so den Eindruck. Gerade so zur SNES-Ära sind die in Japan für gewöhnlich deutlich schwieriger gewesen, weil man immer dachte, ja, die Amis, die können sowas nicht, denen geben wir mal was Leichtes. Genau. So, wir sind jetzt in der Grube. Hier würden alle Gegner uns angreifen, weil wir den Pfad des Lichts gewählt haben. Würden wir den Pfad der Dunkelheit wählen, dann würde uns hier niemand angreifen. Da würden wir im Himmel angegriffen werden, ne? Genau. Okay. Weil diese Vampire und Totenbeschwörer sind ja eigentlich Monster im Spiel, aber da wären sie unsere Freunde. Richtig. Stimmt, Lost Level ist ein gutes Beispiel dafür. Ist zwar kein RPG, aber trotzdem ein gutes Beispiel. Ja, wer sich vorhin gewundert hat, was, Roboter in Might and Magic? Ja.
Also Might and Magic ist bekannt dafür, dass es zum Ende hin immer mehr in Richtung Science Fiction geht. So mit Laserwaffen und ja, Robotern halt. Aber generell so westliche Rollenspiele aus der Zeit. Also Wizardry zum Beispiel hat auch sehr viele Science-Fiction-Elemente, Ultima auch. Nur bei Might and Magic war es mal so, dass es erst zum Ende hin so technisch wird. Oder Science-Fiction-mäßig wird. Ja, genau. So, der wird jetzt den Tempel der Dunkelheit betreten. Oder? Mhm. Heißt der Dunkelheit? Ja, ne? Finsternis. Tempel der Finsternis. Ja, ist ja fast dasselbe. Temple of Dark auf Deutsch, genau. Auf Englisch, oder? Ja, Temple of Dark, genau. Unter dem Altar ist eine Truhe und dort ist halt das nächste Altarstück drin. Mhm. Laserschwerter nicht. Also Laserschusswaffen. So. Genau, nur Laserschusswaffen. Im sechsten Teil gab es die auch, meine ich, ne? Ja, ja, genau. Ja. Da sind die so dermaßen überpowered gewesen. Ja, sind sie hier immer noch. Aber hier sind sie, glaube ich, auch ein bisschen schwächer geworden. Es gibt aber einen Trick, den wir dann später sehen werden. Das ist wie ein Maschinengewehr dann. Okay. Auf jeden Fall schön anzusehen. Da bin ich mal gespannt. Jetzt werden die Soul Jars aus dem Negon-Tunnel geholt. Da machen wir einen kleinen Sprung, der ist ein bisschen riskant. Von der Brücke auf die nächste Brücke. Auch ein bisschen RNG-abhängig, weil von oben fallen Felsbrocken herunter, die können uns auch ziemlich Schaden machen. Erinnert mich irgendwie an Noskot. Hat das Spiel irgendwas damit zu tun? Nicht direkt. Noskot hat sich von den alten westlichen RPGs, wie zum Beispiel Might and Magic, stark inspirieren lassen. Aber per se ist es erstmal was komplett Eigenes. Gibt es gerade zufällig eine Minute? Ganz kurz eine Sache wollte ich noch erklären. Und dann müssen die anderen beiden entscheiden. Wir sind da jetzt eben an der Wand quasi runtergeglitten. Das ist eine Mechanik, die wir öfter mal benutzen können. Es gibt Fallschaden im Spiel, aber wenn wir uns an eine Wand drücken beim Fallen, dann schweben wir da quasi runter und nehmen keinen Fallschaden. Ich glaube, das mit dem Fallschaden, zumindest ist meine Vermutung, weil wir uns nicht draußen befinden, sondern irgendwie drinnen, also in der Höhle oder sowas, dass Fallschaden nicht ganz so ernstzunehmend ist. Genauso wie im Tempel des Lichts. Genau. Und, ich hatte da immer Federfall benutzt, auf einmal sagte Travi mir, man kriegt gar keinen Schaden. Ja gut. Genau, das hat glaube ich eher was mit Gebäude oder in Höhlen. Im Gegensatz zu draußen. Ja. Weil draußen muss man nur ein bisschen runterfallen, man kriegt schon Schaden. Genau. So, und kann Lou jetzt kurz was sagen? Gleich sind wir im Weinkeller. Ach so, okay. Was auch für Glitchless, die neue Regeländerung. Ja. Also hier im Weinkeller, um die Quest zu machen, reicht es auch, wenn man einfach rein und raus geht. Gut, dann warten wir noch mal kurz. Ja, aber bis vor kurzem war es halt noch. Das ist aber wichtig zu sagen, das muss schon am Anfang des Spiels geschehen. Man muss da ziemlich weit am Anfang. Ich weiß nicht, bis zu welcher Stelle es möglich ist. Dann kann man den Weinkeller betreten, direkt wieder verlassen. Und der Quest wird später als erledigt gehen. Normalerweise müssen wir hier drin alle Vampire töten. Soweit ich weiß, ist dieser Fehler. Es sollte mal einen Supervampir in diesem Spiel geben. Der sollte einen bestimmten Umhang, glaube ich, fallen lassen. Man sollte den dann abgeben und das wäre dann Quest gewesen. Aber dieser Supervampir, der war dermaßen mit Fehlern verbuggt, deswegen haben die den nicht mehr ins Spiel reingebracht. Mhm. Und ich vermute mal, den Code haben die so gelassen und deswegen funktioniert das mit dem Rein- und Rausgehen des Weinkellers. Ah, aber okay. Genau warum, wüsste ich jetzt nicht warum. Ist einfach nur eine Vermutung. Und wir sehen auch hier gerade, wie overpowered das Funkenflug ist. Oh ja, ich wollte mich gerade sagen, das, was ihr da seht, das ist der Funkenflug. Und je nachdem, was wir für einen Rang haben in Windmagie, also Experte, Meister, Großmeister, ändert sich auch die Anzahl der Funken, die da jedes Mal entstehen. Weil jeder Funke macht halt einen Grundschaden, ich glaube von 2 krass, plus 1 pro Fertigkeitspunkt. Oder plus 2 pro Fertigkeitspunkt. Die Fertigkeitspunkte machen den Schaden höher und der Rang ist irgendwie, glaube ich, 3, 5, 7, 10 Sparks oder irgendwie so. Genau. Also ist auch RNG, wie viele hier drin sind. Hier hat man gerade zum Beispiel 2 von diesen roten Vampiren gesehen und die sind deutlich stärker als die anderen Vampire, also. Ja. Genau. Also es gibt von jeder Gegnerart immer 3 Stärkestufen, die unterscheiden sich dann in Farben, also für gewöhnlich, weiß ich, grün, blau und rot. Kann aber auch mal blau, grün, rot sein, das hängt immer vom Gegner ab. Und je höher die Stufe, desto stärker ist natürlich der Gegner. Genau.
war auch das, was ich vorhin bei diesen Augen gesagt habe. Schwebendes Auge ist Stufe 1, Betrachter Stufe 2, Auge des Todes Stufe 3. Es gibt ja die Advisor-Quests ab und nimmt den letzten an, da müssen wir Tolberti töten. Das ist der, ich weiß nicht, wer das Video mal von Might & Magic am Anfang gesehen hat, da kommen solche Menschen aus dem Wasser raus mit Tauchanzügen. Mhm. Und das ist davon einer. Und den müssen wir jetzt halt erledigen. Genau. Und das ist auch eine Änderung, die wir jetzt in Glitchless haben, zu No Major Glitches. Und zwar in Glitchless müssen wir ihn töten, weil es in der Auftragbeschreibung so steht. Aber wir können den Würfel, den er bei sich trägt, auch einfach klauen. Achso, das ist halt vielleicht, da gehst du mit Unsichtbarkeit rein, klaust den Würfel und hast den Quest erledigt. Okay. Weil Tolberti kann mit jedem Schuss, den er macht, dein Gruppenmitglied komplett auslöschen. Also nicht nur ins Grab bringen, sondern wirklich, dass du ausgelöscht bist. Und das Wiederbeleben ist dann nur mit einem Zauber möglich, soweit ich weiß. Auch nicht beim Priester. Ja, richtig. Also es gibt tatsächlich hier verschiedene Stufen des Todes, in Anführungsstrichen. Es gibt einmal Bewusstlosigkeit. Wenn alle vier bewusstlos sind, ist das Spiel vorbei. Aber ansonsten kann man die dann, weiß ich, schon durch Schlafen heilen zum Beispiel. Dann gibt es Tod, das ist dann dieser Grabstein, den wir unten sehen. Die muss man dann im Tempel wiederbeleben. Und dann gibt es die schlimmste Stufe, das ausgelöscht. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das hier war. In Teil 6 war es auf alle Fälle so, dass es nur einen Tempel gibt, den man erst aufbauen muss. Da konnte man das dann wieder aufheben. Oder ein Zauber, der all unsere Werte permanent reduziert hat. So ein Notfallzauber quasi. Ja, wie es hier ist, weiß ich genau nicht. Durch den Zauberspruch bin ich mir 100% sicher. Den Rest wüsste ich jetzt gar nicht. Tempel geht's auf jeden Fall nicht. Vielleicht gibt es einen bestimmten. Mhm. Aber wir nutzen hier eine interessante Mechanik aus. Und zwar, der Tolberti wird mit seiner Laserpistole uns nicht treffen, weil wir genau an der Kante stehen. Mhm. Aber wir können mit unserem Implosionszauber ihm Schaden zufügen, da der Zauber keinen Schuss hat, wie Pfeile oder wie Blitzstrahl oder wie andere Zauber. Mhm. Und dann direkt auf dem Gegner explodiert. Und das nutzen wir halt hier aus. Die Mechanik kann man auch casual in der Might & Magic Reihe, also zumindest ab Might & Magic 6, also die nicht mehr so grid-basiert waren, da kann man das sehr gut ausnutzen. Einfach hinter eine Ecke stellen, dann kann man mit Nahkampfattacken den Gegner treffen, aber er kann einen dann unter Umständen nicht treffen, wenn er nur schießen würde. Genau. Und der Travi, der speichert und lädt die ganze Zeit, weil die Damage Rolls sind ja natürlich auch RNG. Und wir möchten hohe Damage Rolls haben, weil der Tolberti kann sich heilen. Und das ist natürlich nicht gut, denn wir haben nur begrenzt Magie. Richtig. Und deswegen wird öfter geladen da. Und ich denke mal, wir sind auch nach wie vor unterlevelt, ne? Ja, doch schon, ja. Ich hatte vorhin was mit Level 16 oder 17 oder so gesehen. Ja, ja, klar. Also unterlevelt ist das definitiv zu wenig eigentlich. Ja. Und, was wollte ich sagen? Es ist weg. Entschuldigung. Ne, das lag nicht an dir, alles gut. So, da haben wir jetzt wieder den einen NPC benutzt, den Tormeister, um ein Startportal zu wirken. Also das Krasse, was an diesen Damage Rolls ist, es kann manchmal irgendwie von 10 bis 100 Schaden machen. Ja. Und ja. Das ist schon eine Menge Unterschied dann. Genau. Da lobe ich mir doch einen Funkenflug, da ist der Schaden relativ stabil. Das stimmt. Leider können wir ihn bei Tolberti nicht nutzen. Ja, gut. Ich meine, casual benutzt man den Priesterzauber Schutz vor Magie, dann kann er dich nämlich nicht auslöschen. Mhm. Das ist so eine casual Möglichkeit. Genau. Jetzt kommt die Stelle mit den großen Viechern, wo wir uns vorbeiquetschen müssen. Das könnte ein bisschen dauern. Der Dungeon ist auch der längste im Spiel, wo wir durchlaufen müssen. Gut, dann hoffen wir mal, dass es reibungslos funktioniert jetzt. Ja, weil die Hitboxen manchmal sehr komisch sind, dann wird man gesehen, dachte, ach, eigentlich nicht so weit weg. Es gibt zwei heikle Stellen in dem Dungeon. Einmal direkt am Anfang. Wenn da drei spawnen, ist es schon sehr schwer, da durchzukommen. Und da laden wir auch öfter mal, dass da vielleicht nur einer oder zwei sind. Mhm. Und weiter hinten ist auch noch eine schwere Stelle. Das sah auf jeden Fall nach drei aus. Jetzt egal, was es ist, ich probier's. Ja, komm, ich probier's. Es sind zwei. Ne, wieder drei. Na komm. Mein Autosave ist so. Genau diese Stelle. Mhm. Ach, und okay. Meister wünscht dir gerade noch
viel Glück für den Run. Danke, danke. Seiner Kindheit. Okay, dafür, dass da drei waren, sehr gut durchgekommen. Ja, auf jeden Fall. Übrigens, und Unsichtbarkeit sieht man immer daran, dass die Charaktere unten so ausgegraut sind quasi, oder so dunkel aussehen. Na, stehen hier sehr ungünstig. Na, wir können das Movement der Gegner beeinflussen, indem wir den Rundenmodus aktivieren, denn immer wenn wir den aktivieren, machen sie direkt ihre Bewegungen, statt dann müssen wir nicht warten, bis sie sich bewegen. Das kann ein bisschen nervig klingen. Ich meine, ich habe jetzt den Sound aus, ne, aber kann halt ein bisschen nervig klingen, weil man dieses Geräusch hat vom Rundenmodus oder raus aus dem Rundenmodus. Aber es geht halt einfach schneller. Der schwerste Part ist vorbei. Also jetzt ist eigentlich nur noch ein bisschen an Medusen vorbei. Es kommt noch eine schwierige Stelle, aber das Schlimmste ist vorbei auf jeden Fall. Okay, das ist gut. Bist du da falsch gegangen oder wolltest du das gar nicht? Nee, ich bin falsch gegangen, ja. Achso, okay. Eine Ausfahrt. Falsch erwischt. kann man schon mal ein bisschen durcheinander kommen. Die Dungeons sind, also ab Might Magic 6 sind die Dungeons teilweise wirklich riesig gewesen in der Reihe, in der Might Magic Reihe. Wäre es jetzt perfekt für eine Donation? Ja. Okay, wir haben nämlich zwei Donations bekommen. Einmal von Strobel, jemand hier, der den MM6, Might and Magic 6 Chaos Conspiracy kennt. Ja. Donation goes to Runner's Choice. Oder das war doch der Randomizer, ne? Also erstmal danke natürlich für die Spende. Aber ich glaube, das war der Randomizer. Und wir haben noch von Dragontier eine 10-Euro-Spende bekommen, weil der Lümmel nach vorne muss. Grüße. Damit ist, weil ich mal tippe, dass damit das Lümmel Incentive, das Name Incentive gemeint ist, Lümmel wieder vorne mit 15 Euro. Sehr schön. Von wem war die Donation? Von Dragontier. Achso, okay, vielen Dank. War nicht der Randomizer. Okay. Aber ich kenn's auf alle Fälle. Ich hab den Namen schon mal gehört. Dann kann ich's jetzt nicht ganz zuordnen. Hattet ihr mal dieses Might & Magic Merch gespielt? Nee, ich habe davon nur gelesen. Oh, okay. Ich kenn's also, gar nicht. Da werden Teil 6, 7 und 8 zu einer großen Welt kombiniert. Man braucht im Grunde nur Teil 8 und kann alle drei Teile dann noch spielen. Interessant. Das ist eine richtig gute Mod. Also hatte Exo auf seinem Kanal auch gespielt. Ich bin auch dabei gewesen, so als Kommentator. Lass ich mir ja nicht nehmen bei Might & Magic. Ja, und ich selber habe es dann auch installiert, habe es aber irgendwie auch nicht weitergespielt. Ich habe es ein bisschen angespielt, ein paar Stunden. Ja, aber ist auf alle Fälle sehr empfehlenswert. Ja, hört sich auf jeden Fall interessant an. Weil man im Grunde nur Might Magic 8 braucht und dann quasi Teil 6 und 7 gratis dazu bekommt. Wie es da mit der Legalität aussieht, weiß ich jetzt tatsächlich nicht genau, aber im Zweifelsfall einfach Might Magic 6 und 7 auch noch holen. Ja. Lohnt sich so oder so. Wir sind jetzt im Land der Riesen angekommen. Das ist das Endgebiet des Spiels. Hier befinden sich nur die Titanen und Drachen als Gegner, aber wir fliegen einfach an denen vorbei. Also mit Unsichtbarkeit kein Problem. Genau. Und hier werden wir jetzt zu Xenophex fliegen. Oh, den Anführer der Teufel. Xenophex hat uns auch schon in Might Magic 6 begleitet. Gravi, Gunst der Götter, hast du... Nee, das geht auch ohne. Ich vermute, es liegt daran, weil ich diesen Dieb habe und du benutzt ja immer den Paladin. Okay. Ich vermute, Xenophex ist mit meinem Charakter ein bisschen einfacher. Okay. Aber wollen wir mal gucken. Ja gut, also das Prinzip ist das gleiche. Wir rüsten gleich dem ersten Charakter die Pistole aus und mit dem Hasstrank wird er zum Maschinengewehr und Xenophex einfach hinrichten. Okay, also das kenne ich tatsächlich selber noch nicht. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt drauf. Also ich hatte es immer gemacht mit dem Paladin und dem Gunst der Götter plus dem Hasstrank. Und Travi wird es jetzt mit dem Dieb machen und nur dem Hasstrank. Okay. Habe ich selbst auch noch nicht gesehen, aber... Also der Weltrekordhalter macht das genauso mit
Ja, okay. Dieb und ohne die Schreine. Und da zufällig noch ein zweiter Hasstrank da drin war im Shop, dachte ich mir, oh, ich kaufe mal den auch und mal gucken, mit zwei Blaster, was da so macht. Okay. Wahrscheinlich wird der andere nicht so schnell schießen, aber keine Ahnung. Ja, der andere wird noch langsam sein, glaube ich. Genau. Wie beim Paladin ohne Gunst der Götterhand. So, der Dieb ist dafür so gut geeignet, weil er so viele Attacken hat, ne? Denke ich mal. Also, oder weil er allgemein so eine hohe Geschwindigkeit hat. Ich glaube, das liegt zum Teil auch daran, dass am Anfang die Stats anders verteilt wurden. Ja. Ich denke, Geschick war dafür verantwortlich, wenn ich mich jetzt nicht erinnere. Das kann sein, ja. Eins von diesen Stats hab ich mehr verteilt, als Namefaker immer seine Runs macht. Okay. Geht ihr beide denn auch komplett unterschiedliche Routen? Das klingt jetzt immer so ein bisschen durch. Nee, das ist eigentlich ansonsten gleich. Das sind nur Kleinigkeiten. Ah, okay. Ich kaufe vielleicht den Hasstrank in einem anderen Shop wie er, aber das ist kaum, ist kein Zeitunterschied. Was sagt die Farbe der Porträts aus? Das stimmt, das wollte ich vorhin schon mal kurz erklären. Das, was jetzt im Moment gelb ist, also gelb bedeutet, dass Gegner in der Nähe sind. Rot bedeutet, dass wir quasi im Kampf, im Nahkampf mit den Gegnern sind. Und grün bedeutet, dass in der Umgebung keine Gegner sind. Das heißt, da können wir auch rasten beispielsweise. Jetzt kommt schon der große Moment, Xenofix. Bin nochmal gespannt. Bin ja jetzt schon dafür, dass wir Xenofex umbenennen in Painofex. So viel Schmerzen, wie der jetzt erleiden wird. Jetzt gibt's ja die Hasstränke. Hast du gesehen, wie viel AP der noch hatte? Ja, das Maschinengewehr ist nicht schlecht, ne? Also normalerweise ist halt auch so ein bisschen RNG. Ich glaube, wenn man das mit dem Pala macht, da habe ich das Gefühl, immer mal so 2-3 Versuche bräuchte man. Mhm. Aber seitdem ich das mit einem Dieb von einem Weltrekordhalter gesehen habe und das mal probiert habe, dachte ich, geht ja viel besser. Mhm. Ja, muss ich mal auch probieren. Sieht nicht schlecht aus. Aber gut, dafür ist, glaube ich, das Ende ein bisschen schwieriger, weil die Kondition nicht so hoch ist, ne? Ja, das stimmt allerdings. Aber in der deutschen Version, das macht, glaube ich, kaum Unterschied. Ja. Ich sehe gerade, mein zweiter Typ ist tot. Ich überlege gerade, ob es ein Problem ist. Eigentlich nicht mehr. Also wir kommen auch jetzt schon zum Ende des Spiels. Ich denke mal noch 5-6 Minuten, dann ist vorbei. Ja. Oh, dann haut es ja auch wunderbar hin mit der Estimate. Ja. Jetzt gibt er den Auftrag halt ab, dass er Xenofex getötet hat. Da kommen noch ein paar schöne Cutscenes, die werden geskippt. Ja, logisch. Und jetzt werden die Tauchausrüstung wird jetzt angelegt. Das Lustige ist, wir müssen auch den toten Charakteren eine Tauchausrüstung geben, weil sonst kommen wir nicht durch. Mhm. Und ich weiß nicht, ich glaube, er wird jetzt nochmal trainieren. Naja, ich mache das mal nie von mir. Nochmal den ersten Charakter auf jeden Fall trainieren, weil der hat das meiste Leben der Kondition. Noch ein bisschen Punkte in Kondition geben, damit wir das auch gut überleben in dem U-Boot. Das ist ja ein, was ist das? Ein Dieb und drei Magier? Genau. Okay. Wie gesagt, man kann es auch mit dem Paladin spielen. Der hat ein bisschen mehr Leben, ist dann sicherer wahrscheinlich, aber wenn das mit Xenofex so safe klappt mit dem Dieb, ist das natürlich besser. Genau. So, wir müssen jetzt nach Avle reisen, denn dort kommen wir in das Gebiet, das heißt Shoals, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch genauso heißt. Ich meine aber schon. Moment. Ich hab noch das Lösungsbuch hier, ich kann ja mal kurz nachgucken. Unterwassergebiet müsste Shoals heißen. Grube, Mount Negan, Land der Riesen, die Untiefen. Die Untiefen, okay. Mit dem schönen Bonus-Dungeon. Genau, den Bonus-Dungeon, den werden wir sogar benutzen. Wir nehmen den echt mit. Ja. Oh, cool. Und zwar in dem Unterwassergebiet kann man nämlich die Follower nicht benutzen. Also wir können kein Stadtportal benutzen. Wir müssen rausgehen, nachdem wir das Item geholt haben, was da drin ist. Ah. Und deswegen benutzen wir direkt, nachdem wir das Item geholt haben, die Flasche. Sind dann in dem Spezialdungeon. Und von dort aus können wir die Follower wieder benutzen. Okay. Und deswegen nehmen wir den mit. Wie man sieht, sind sie jetzt weg. Die haben ja keine Tauchanzüge, ne? Richtig. Noch schnell eine Kiste einsammeln. Also dieser Dungeon in der Flasche, das ist halt so ein
Ja, kann man vergleichen mit dem Entwickler-Dungeon in Teil 6. Der geheime. Einfach so ein kleiner Bonus-Dungeon, ein Easter Egg. Ja, da sind, glaube ich, die Entwickler namentlich drin. In 7 auf jeden Fall. In Teil 6 auch. Ja. Aber sonst gibt es da nichts zu holen. Na cool. Ja, in Teil 6 war der ganz praktisch, weil da so für den Anfang ein paar nette Gegenstände sind. Also nichts Überwältigendes, aber ein paar nette Sachen. Und weil direkt vor dem Eingang des Dungeons noch ein Schrein war, bei dem wir plus 20 auf alle Werte bekommen haben. Für alle Charaktere. Okay. Ja, also kann man beides gut kombinieren miteinander. Die 7 leider recht nutzlos, da man ihn auch zum wirklich Endpunkt des Spiels bekommt, auch nicht brauchbar. Mhm. So, hier haben wir die Droiden, diese Roboter. Die schießen genau mit den gleichen Pistolen auf uns, wie wir auf sie. Richtig. Ja, und die können auch AOE-Damage machen, also alle gleichzeitig treffen. Mhm. Die Großen können das, glaube ich, nur die dritte Version von denen, die stärkste. Gut, okay. Und überlebt. Das ist halt sehr knapp. Ja. Und Strubbel fragt doch gerade, ist die Flasche schneller als sterben? Wenn wir sterben, dann haben wir die Follower auch nicht und wir müssten nach Celeste mit der Kutsche fahren, also nach Bracada und dann den Teleporter nehmen. Ach so, ja. Weil die Gefolgsleute verschwinden nach Tod. Mhm. Ja, jetzt müssen wir nur noch den Quest abgeben und das war's dann. Genau. Sind wir gleich durch. Ach, ja. Das ist ein ganz schön kurzes Spiel, ne? Dafür da mal zu viel Geld ausgeben. Ja, und wenn man das ganze Spiel erlebt, dann ist es doch eben recht gut investiertes Geld. Oh ja, auf jeden Fall. Also fehlen kann ich das auch. Kann's halt, was die Spielzeit angeht, Might Magic 6 habe ich gespielt und die nehmen sich ja nicht allzu viel im Stream und da waren es 80 Stunden oder so. Ich habe viel auch Offstream gemacht noch, gelevelt und so. So, ja, und das war's. 1 Stunde 3 Minuten 46, kannst du sehr zufrieden sein mit. Ja, oder? Wenn man das mit Harmondale am Anfang außen vor lässt. Genau. Das war der größte Time Loss. Wir haben sogar noch eine Punktzahl gesehen im finalen Bildschirm. Die setzt sich irgendwie zusammen, ich weiß gar nicht mehr genau, aus dem Level, das man hat, glaube ich, und die Quests, die man gemacht hat, irgendwie so. Oder die Zeit, die man gebraucht hat. Ja, für jede Quest kriegt man auch Rufpunkte in der jeweiligen Stadt und sowas. Und ja, ich vermute auch, dass es damit zusammenhängt. Ich kann genau nicht sagen, was das ist. Ja, aber sehr schönes Spiel. Ich freue mich richtig, dass das bei einem Event mal dabei gewesen ist. Ich glaube, das habe ich so bei einem Event noch nie gesehen. Teil 6 kommt ja ab und zu mal. Dann auch viel zu selten für meinen Geschmack. Aber ja. Teil 7 und das, was auch noch kommt, Teil 8, nächsten Sonntag, glaube ich, war es. Genau, nächste Woche Sonntag. Mhm. Und da wird es dann hoffentlich auch wirklich ein Race zwischen euch beiden. Ja, ich hoffe doch. Ja. Also ich glaube nicht, dass dein Internet bis dahin noch so schwach ist. Ich glaube, ich würde sogar mal vermuten, jetzt würde es wunderbar funktionieren wieder. Ja, wahrscheinlich. Das ist Moment wieder, ne? Genau. Also zumindest hier im TS hat man jetzt keine Störung oder so gehört. User joined your channel. User joined your channel. Hallo. Ja, nochmal ab nach Harmondale hier. Kam auch schon der Sif rein. Und genau. Der Maggot, wir machen gemeinsam Übergabe und Übergang. Achso, ist jetzt bei euch auch Schichtwechsel irgendwie? 20.03 Uhr, aber ich habe mir gedacht, ich komme jetzt schon mal in TS und mache. Ja, klar. Warum auch nicht? Ja. Ja, ich mache das gleich in der Pause. Okay. Okay. Hier bei Teil 8 bin ich auch gerne wieder mit dabei, wenn ihr möchtet. Ja, gerne. Gerne. Okay, wunderbar. Da kenne ich mich aber noch ein bisschen weniger aus. Ja, aber ich denke, wir sind da storymäßig und speedrunmäßig sehr gut aufgestellt. Okay. Auf jeden Fall. Und zur Not habe ich auch dafür das Lösungsbuch. Ja. Ja, das habe ich mal in so einem Vierer-Paket, nee, Siemer-Paket sogar bekommen. 7 Lösungsbücher für 50 Euro oder so. Da sage ich natürlich nicht nein. Ich habe alle Spiele sogar noch original zu Hause von damals. Oh, nett. Ich habe halt die GOG-Version. Ich habe die Might Magic Teile, also ab Teil 6 zumindest, die sind damals an mir vorbeigegangen so ein bisschen. Die habe ich dann erst hinterher wirklich kennengelernt. Und so ganz nebenbei, kleiner Funfact noch, Teil 6, 7 und 8, die gehören so zusammen, bilden quasi eine Trilogie. Und diese Trilogie, die spielt auch in der gleichen Zeitlinie wie Heroes of Might and Magic 3. Deswegen gibt es da viele Überschneidungen, was Charaktere und dergleichen angeht.
Man muss auch sagen, ab Teil 9 hat Might & Magic schwer an Qualität verloren, finde ich. Teil 9 ist kein gutes Spiel geworden, kann man so sagen, weil die Entwickler, die wurden ganz schön unter Druck gesetzt, die hatten viel zu wenig Zeit. Teil 10, beziehungsweise Might & Magic X Legacy, fand ich persönlich ganz interessant, weil ich ja auch mit den ganz alten Might & Magics aufgewachsen bin und das hat ja auch wieder dieses Grid-System, hat sich also ein bisschen wie die alten angefühlt. Also ich persönlich mochte es, aber an Teil 6 kam es nicht ran, meiner Meinung nach. Gab es nicht sogar irgendein Might & Magic Teil, einer der neueren sogar, die man heute nicht mehr spielen kann, weil da irgendein bestimmtes Programm nicht mehr läuft? Das ist Might & Magic X. Also ich weiß jetzt nicht, wie weit man es im Moment spielen kann. Ich weiß nur, meine Spielscheine sind weg. Und da gab es nämlich irgendwie einen Patch und angeblich kann man seit dem Patch über eine bestimmte Stelle am Ende von Kapitel 1 nicht mehr hinaus. Ich habe es aber noch nicht selber getestet. Ich kann es nicht bestätigen. Irgendwas meine ich da mal gehört zu haben. Aber finde ich sehr schade, wenn es tatsächlich so ist. Wollte ich eigentlich nicht. Aber okay, ich würde mal vorschlagen, wir wechseln in die Pause und bereiten alles für den nächsten Run vor. In dem Sinne, Leute, bis gleich. Und vielen Dank natürlich an euch beide. Gibt natürlich auch noch einen Shoutout. Ja, da waren wir gerade schon schneller. Ach so, oh ja, ich sehe es gerade. Ist schon passiert. Okay, wunderbar. Also, bis gleich. Bis gleich. Ciao, ciao.